Hallöchen, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen zu einem wunderbaren neuen Video. Diesmal direkt aus dem Europapark in Süddeutschland. Übrigens der größte Park Deutschlands. Und hier gibt es Achterbahnen, noch und nöcher und viele tolle andere Attraktionen. Aber das war noch lange nicht alles, denn wir sind hier bei der Eröffnung einer gänzlich neuen Achterbahn dabei. Und obendrauf fahren wir Achterbahn, bis wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Das wird mega und ihr seid dabei. Die Eröffnung des Concours Coasters ist fast rum. Hier gab es noch leckere Snacks, richtig leckeres Essen. Hier im wunderschönen französischen Viertel, muss man ja sagen, super schön aufgebaut. Ja, und jetzt gleich geht's auf die Achterbahn. Das war der Concours Coaster und wir durften ihn mit als die ersten überhaupt fahren hier im Europapark. Und ich muss ja dazu sagen, das Ding war schon ziemlich nice. Vor allem diese ganzen geschmückten Sachen, diese Blumen, diese Moulin Rouge Tänzerin, die leuchtenden Farben überall. Nicht der härteste Coaster, da werden wir euch gleich noch härtere zeigen, aber ein sehr, sehr schöner. Mit dem Moulin Rouge in der Kombination auch ein wirklich schöner Abend. Wir sind jetzt im Themenbereich Russland und da gibt es zufälligerweise eine Achterbahn, die nennt sich wie die russische Raumstation Mir. Und das gefällt mir. Da gehen wir jetzt drauf. Alter, nice. Oh mein Gott, und es dreht sich. Oh, oh. Jo, Leute. Alter, die Mir geht ist das geil. Liebe Freunde, das war mal richtig geil. Am Anfang wirst du hochgefahren und dann bam. Nächste Station, Blue Fire. Ja. Wow. Alter, das geht richtig ab. 2,5 Sekunden von 0 auf 100 mit Katapultstart. Und da werde ich mich jetzt reinbegeben mit dem Benni. Also ich bin ziemlich durchgeschüttelt noch vom Blue Fire und ich muss sagen, mit dem Looping, das war eine der krassesten Achterbahnen, die ich hier gefahren bin. Und man sieht es auch hier schön auf diesem wunderbaren Bild, ja. Ja, die alle hatten auch Spaß hier, man sieht es gerade, wir halten die komplette Schlange auf. Nächste Achterbahn. Der Valerian Coastality, das ist ein Virtual Reality Ride, liebe Freunde. Luc Besson hat das Ding mitgestaltet, unter anderem Valerian, ihr kennt das ja wahrscheinlich. Und das wird natürlich richtig atemberaubend für mich, weil ich bin ja Gamer und Achterbahn-Fan und so kommt eine coole Symbiose zusammen. Obendrauf muss man dazu sagen, dass es dieselbe Strecke wie beim Concours ist, ja, aber halt eben komplett mit Virtual Reality. Und da bin ich jetzt mal richtig gespannt drauf. Also, ab auf die Ride. Okay. Nice. Ach du Heilige, das ist ein Riesendino. Das ist ein Riesenvieh. Nein. Ich würde mir auch gerade noch was erzählt, wie ich hier das Ding benutze und dass ich auf jeden Fall aufsetzen lassen soll. Ach guck mal, hier kann ich jetzt weitergehen. Achtung. Ich sehe jetzt hier den kompletten Bahnsteig in Virtual Reality. Oh, hammer gut, ey. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Your Lifestyle. Im Nebulon-System. Und wir fahren jetzt hier
durch eine gebirgige Stadt, bekomme aber was erzählt zwischendurch. Jetzt bin ich in so einer Art Space Shuttle-Ding. Oh mein Gott, und jetzt fliege ich nur über die Stadt drüber, oder was? Yeah! Wie geil ist das denn, Leute? Wow! Alter, ich bin im Weltraum mittlerweile. Wir leben Warp-Antrieb. Und let's go! Wow! Alter, ein riesiges Vieh, ein riesen Weltraumkreatürchen hier in der Welt von Valerian. Oh mein Gott, jetzt nochmal durch sowas wie eine Raumstation hinterher, hinter dem anderen Shuttle. Vorsicht! Jo, zieht den Kopf ein, Freunde! Hier geht's durch den Dschungel und zack, in eine total abstruse Welt. Vorsicht! Okay, wir fangen dich auf, da bist du ja. Da ist jemand vom anderen Schiff rübergeschwommen. Hey Mann, was geht? Geht ihr einfach auf dem Schiff drauf oben. Macht es hier gemütlich, während ich hier. Okay. Wir werden jetzt eingesaugt. Mega geil war es hier mit der VR und dem Kong Kong Coaster. Das hat richtig Laune gemacht. Am Anfang ist man erstmal in so einer Räumlichkeit, bekommt ein bisschen was erklärt und dann setzt man sich in die Achterbahn, ist in der Virtual Reality Brille unterwegs und es macht richtig Spaß. Es ist richtig geil Design. Ich bin hier zufälligerweise, oh, was war ein Zufall, mit der Lisa, dem Philipp und der Sarah und dem Kai am Start und die haben mit Luke Besson das ganze Ding designt. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? 12 Monate. Ja, schon, das ist schon eine Menge Holz. Also lange dran geschuftet auf jeden Fall. Und mit Luke Besson natürlich auch mega geil, sowas machen zu können. Das ist eine Legende auf jeden Fall. Was ist euer Highlight bei dieser ganzen Strecke? Der Warp. Das war das Ding, wo man rückwärts dann so richtig krass zurückfliegt und dann plötzlich im Weltraum landet sozusagen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, ihr Lieben. Richtig geil. Wenn ihr beim Europapark seid, zieht euch das Ding auf jeden Fall rein. Ja, und wir ziehen jetzt mal weiter. Auf zur nächsten Achterbahn. Mein Gott. Guck mal, die Regina ist auch hier, die ist absoluter Europapark-Profi, muss man ja dazu sagen. Ich bin auch der Hansel. Was denn da, das ist denn der übelste Ride hier? Also bei mir persönlich ist es die Silver, einfach nur weil ich gehe da gerne drauf, es macht Spaß, aber ich habe jedes Mal Todesängste. Wir haben uns gerade mal ein bisschen hingesetzt hier am wunderbaren Karussell, um euch mal ein bisschen über den Europapark zu erzählen. Mit 5,6 Millionen Besuchern im Jahr, der größte Park in Deutschland besucherzahlenmäßig. Hier gibt es über 100 Attraktionen, diverse Shows und diese ganzen Themenbereiche. 18 Stück gibt es an der Zahl. Sinn heißt Europa nachgeahmt. Noch viel mehr, ne? Ja, es gibt auch 5 Hotels. Das 6. ist gerade im Bau. Es gibt hier einen Campingplatz. Also man kann ja auch übernachten, wenn man möchte. Echt cool. Es gibt jede Menge Restaurants hier im Park, die auch an die Themenbereiche angelehnt sind. Das ist echt cool. Und ein eigenes Kino gibt es auch. Ey. Also man hat hier echt alles, was man will, glaube ich. Durch das Voletarium zumindest nachher, denn jetzt gucken wir uns hier gerade mal um. Hier, guck mal da, diese atemberaubenden Filmaufnahmen werden wir gleich sehen. Eine Achterbahn kombiniert mit wunderbaren Luftaufnahmen, ja? Deswegen auch Voletarium und wir fliegen jetzt mal gemeinsam nach vorne. Okay. Leider
viel zu kurz. Wir konnten nur die krassen Rides testen und es gibt noch viele weitere Wildwasser 100 Attraktionen. Ich habe es ja schon in den Raum geworfen. Und das Krasseste ist eigentlich, da möchte ich mich herzlich bei der Familie Mack und dem Steffen und dem Timo und so weiter bedanken, die uns hier eingeladen haben. Wir hatten eine wunderschöne Zeit im Europapark und wegen der Einladung steht hier auch Werbevideo. Wie gesagt, ich kann den Europapark echt nur unterstützen. Es war eine super schöne Zeit und auch die Familie Mack, die ja schon seit 1800 irgendwas, ja, Schaustellerwagen herstellt und so weiter, für die wilde Maus erfunden hat. Ja, und heute ist dieser ganze Park ja noch im Privatbetrieb. Ne? Ja, das ist krass. Also immer noch im Familienbetrieb, also kein börsennotiertes Unternehmen, keine Investoren und irgendwas, also echt cool. Und ja, die Geschichte haben wir auch erfahren, wie das Ganze entstanden ist. Und das ist mega interessant, finde ich, weil eigentlich sind das alles Maschinenbauingenieure, die Familie Mack. Und die haben angefangen, diese Achterbahn selber zu bauen. Also die Wilde Maus war, glaube ich, die erste Attraktion, die so groß vertrieben haben. Haben natürlich mit kleinen Karussells und so weiter angefangen. Aber ich glaube, das war der erste Exportschlager. Und eigentlich haben die den Park nur aufgebaut, um so eine Ausstellerfläche für ihre eigenen Achterbahnen zu haben. Und dann hat sich das Ganze drumherum immer mehr entwickelt, ne? Und die haben immer Partner gesucht, zum Beispiel für die Gastronomie und für die Hotels, und keiner wollte das mit denen machen, alle haben nicht daran geglaubt, ja. Und dann haben sie es irgendwann alles selber übernommen und jetzt hat es alles super funktioniert und es ist auch mega geil geworden. Also kommt mal hierher, schaut euch das an, ein richtig geiler Park. Absolut, da kann ich nur zustimmen dem Benni. Ich muss sagen, es war eine sehr schöne Zeit und das sagen wir nicht nur, weil wir hier eingeladen wurden, sondern weil ich wirklich sagen muss, das ist ein super schöner Park. Einfach toll und zu Recht einer der besten Parks der Welt. Also wirklich absolut zu Recht. Also wenn ihr nichts vorhabt, schaut auf jeden Fall mal im Europapark vorbei. Das war's von diesem Video und wir werden hier sicherlich nochmal wiederkommen und mehr Videos drehen. Und ihr könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr noch mehr Videos von den ganzen Parks sehen wollt. Schaut doch mal auf dem Channel vorbei. Bis dahin. Ciao. Daumen nach oben.